Heute gibt es richtig gute Nachrichten bezüglich der AfD-Regierung in Sonneberg. Ihr alle erinnert euch ja sicherlich an die Nachrichten aus letztem Jahr, wo der AfD-Kandidat Sesselmann zum ersten AfD-Landrat in ganz Deutschland gewählt wurde. Und die ganzen öffentlichen Medien sind damals ja komplett ausgetickt und haben rumgeheult, aber die sozialen Medien haben das gefeiert ohne Ende. Und jetzt, meine lieben Zuschauer, gibt es ein richtig gutes Fazit nach einem Jahr mit der AfD-Regierung. Der Spiegel wollte nämlich von Sesselmann wissen, welche Erfolge er nach einem Jahr vorzuweisen hat, und er wollte den AfD-Mann dort richtig blamieren. Allerdings wurden diese Fragen zu einem kompletten Eigentor für den Spiegel, weil die AfD-Regierung nämlich Sensationelles erreicht hat. Der Spiegel schrieb: 12 Abschiebungen seit Amtsantritt. Besonders lange musste der Spiegel auf 2 Antworten warten, welche die versprochenen Abschiebungen krimineller und abgelehnter Asylbewerber betrafen. Sesselmann bemühte viele Allgemeinplätze und Verwirrungsstatistiken, bis das Oberverwaltungsgericht dem ein Ende setzte. Seit Amtsübernahme im Juli vergangenen Jahres gab es demnach 12 Abschiebeverfahren für abgelehnte Asylbewerber, 8 blieben ohne Erfolg, 12 Asylbewerber wurden abgeschoben. Das seien mehr als beim Amtsvorgänger. Und das, meine lieben Zuschauer, was sich hier mit 12 Abschiebungen erstmal nicht als besonders viel anhört, ist in der Tat aber spektakulär, weil selbst der Spiegel musste zugeben, dass das mehr als beim Amtsvorgänger war, aber die schreiben bewusst nicht, wie viel mehr es war. Warum? Weil das eine Sensation ist. Der Vorgänger von Sesselmann hatte es nämlich geschafft, sage und schreibe 5 Abschiebungen in den letzten 3 Jahren zu schaffen. Das sind also 1,66 Abschiebungen pro Jahr. Und Sesselmann alleine hat 12 Abschiebungen in einem einzigen Jahr geschafft. Im Vergleich zum Vorgänger liegen also die Abschiebungen durch Sesselmann bei 720%. Also, meine lieben Zuschauer, wir können hier ganz deutlich sehen, dass die AfD eben nicht nur labert wie die anderen Parteien, sondern dass sie ihre Wahlversprechen umsetzen und die dringendsten Probleme in unserem Land anpacken. Innerhalb eines Jahres hat die AfD in ihrem ersten Landkreis eine Abschiebequote von 720%, und das Ergebnis ist wirklich spektakulär. Und nicht nur das, sondern es beweist hier eindeutig, was alles möglich ist, wenn man nur will. Wenn also unsere Altparteien und allen voran Innenministerin Faeser immer wieder mal davon reden, was alles nicht möglich ist, welche 1000 Probleme es gibt, dann können Sie sich ja gerne mal Tipps beim AfD-Landrat Sesselmann abholen. Der zeigt nämlich, dass es doch möglich ist. Ihr müsst mal legen, ein kleiner AfD-Landrat schafft bereits nach einem Jahr halb so viele Abschiebungen wie unsere Innenministerin für ganz Deutschland. Also gar nicht auszudenken, was passieren würde, wenn Sesselmann der Innenminister von Deutschland wäre. Und wenn ihr das genauso sensationell findet, dann teilt mein Video gerne in allen sozialen Medien.